Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe Buchführung möchte ich euch diesbezüglich das fünfte Video vorstellen, welches sich um Bezugsnebenkosten und Privatbuchungen dreht. Wie immer zuerst eine kleine Gliederung. Wie der Titel schon vermuten lässt, gehe ich zunächst auf die Bezugsnebenkosten ein, ehe ich mich den Privatbuchungen widmen werde. Und bei diesen werde ich mich vermehrt auf Privateinlagen, Privatentnahmen und zur Sonderregelung bezüglich der PKW-Nutzung äußern. Die Abkürzungen, die ich dafür verwenden werde, sind TAM für technische Anlagen und Maschinen, ALL, Auslieferung und Leistung, RHB für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, UST die Umsatzsteuer und VST die Vorsteuer. Okay, fangen wir an. Beginnen wir, wie versprochen, mit den Bezugsnebenkosten. Dabei ist es so, dass der Ein- und Verkauf von Waren, Erzeugnissen oder Anlagen in der Regel mit Kosten für Transport, Fracht etc. einhergeht. Diese sind die Bezugsnebenkosten. Bei Einkäufen mehrt sich das jeweilige Konto um die Frachtkosten, bei Verkäufen hingegen muss unterschieden werden, was verkauft wird und ob der Käufer oder Verkäufer die Kosten trägt. Das werde ich dann nochmal genau in der nächsten Folie darstellen. Transportkosten beim Kauf von Anlagegütern erhöhen deren Wert und werden Anschaffungskosten genannt, beziehungsweise zählen zu diesen, und daher bucht man diese direkt auf das Anlagenkonto. Beispiel: Wir kaufen eine technische Anlage und Maschine, der Wert von dieser sei 3000 Euro und es kommen auch 400 Euro Transportkosten dazu. Die Buchung diesbezüglich müsste aussehen: Technische Anlage und Maschine 3400 Euro, Vorsteuer sind 646 Euro, an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, das ist die Summe der beiden 4046 Euro. Ihr seht also, die 400 Euro Transportkosten haben wir in dem Fall direkt zu den technischen Anlagen und Maschinen hinzugepackt. Ja, wie gesagt, man muss allerdings auch in manchen Fällen Unterscheidungen treffen und dabei betrachten wir, was für Arten von Frachtkosten es gibt. Einmal kann man natürlich sagen, die Frachtkosten entstehen durch den Einkauf von Rohhilfs- und Betriebsstoffen oder auch von Waren, also im Prinzip, wenn Aufwandskosten betroffen sind unsererseits. Dann werden diese als Bezugsnebenkosten gebucht und erhöhen den Warenwert, und diese Bezugsnebenkosten stellen im Prinzip ein Unterkonto des jeweiligen Aufwandskontos dar. Die Buchung würde hier in dem Fall lauten: Warenaufwand oder, wenn wir RHB haben, RHB-Aufwand, Bezugsnebenkosten, wie gesagt schon als Aufwandskonto, Vorsteuer, an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Verkaufen wir hingegen Erzeugnisse oder Waren, also haben wir Ertragskonten in dem Fall, dann muss unterschieden werden, wer die Kosten des Transportes und der Fracht zahlt. Tut der Verkäufer, also in dem Fall, wenn wir selbst etwas verkaufen, diese Frachtkosten zahlen, dann sind diese Transport- oder Frachtkosten, sie erhöhen den Warenwert in dem Fall nicht und stellen einfach nur einen Aufwand dar. Das ist also ein separates Aufwandskonto in diesem Fall. Die Buchung würde lauten: Forderung an Umsatzsteuer, Umsatzerlöse und Transportkosten. Wie gesagt, ein Aufwand. Zahlt hingegen der Käufer die Frachtkosten, dann ist das in dem Fall ein sonstiger betrieblicher Ertrag. Das liegt daran, im Prinzip sind es Einkünfte, die wir haben, allerdings müssen wir die ja an den Spediteur weiterleiten. Wir tun ja nur die Zahlung in dem Fall entgegennehmen. Dann lautet die Buchung: Forderung an Umsatzerlöse und Umsatzsteuer. Hat sich ja nichts verändert, wir haben ja trotzdem Erzeugnisse oder Waren verkauft. Aber es sind kein Aufwandskonto mehr, sondern ein Ertragskonto, und zwar sonstige betriebliche Erträge. Machen wir dazu eine kleine Übung. Ihr seht hier, dass ich euch vier Fälle vorbereitet habe und die Aufgabe eurerseits ist, dass ihr zu diesen Fällen die dazugehörige Buchung vornehmen sollt und feststellen sollt, wie sich diese auf den Gewinn auswirkt. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Glück und springe zu den Lösungen und dann vergleichen wir. Okay, kommen wir zu der Lösung. Fall A. Wir kaufen Waren im Wert von 500 Euro, dabei entstehen Transportkosten in Höhe von 100 Euro. Die Buchung muss in dem Fall lauten: Warenaufwand, wir haben Waren gekauft, Bezugsnebenkosten, das sind die Transportkosten, die wir haben einkauft, und Vorsteuer, die fällt darauf an,
an Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Wenn wir jetzt davon ausgehen zumindest, dass wir erst dann die Rechnung erhalten haben und dann nicht direkt zahlen. Wenn wir jetzt sagen, wir haben die direkt gezahlt, können wir auch an Bank buchen oder auch Kasse, je nachdem woher wir sie bezahlt haben. Nun ja, die Beträge, der Warenaufwand steht da im Wert, das heißt also, dass der Nettowert sind 500 Euro. Die Bezugsnebenkosten sollen netto 100 Euro darstellen. Wenn da steht in Höhe von, hätte man jetzt auch sagen können, das ist Brutto. Ich habe das jetzt als Netto gesehen, das heißt, wenn ihr da einen Bruttowert gebucht habt, ist das auch okay. Nimm mal bei der Netto beträgt die Vorsteuer 114 Euro und die Verbindlichkeiten betragen die Summe davon 714 Euro. Ja, was ist der Gewinn? Nun ja, alles was Aufwendungen sind, also der Warenaufwand und die Bezugsnebenkosten sind beides Aufwandskonten. 500 und 100 Euro zusammen sind 600 Euro Gewinnminderung. B. Für einen Verkauf tragen wir selbst die Frachtkosten zu unseren Kunden in Höhe von 50 Euro. Hier müssen wir tatsächlich Transportkosten als separates Warenaufwandskonto buchen, dann noch die Vorsteuer dazu und Anverbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Wichtig ist halt, dass man hier wirklich diese Transportkosten nimmt, da sie ein eigenständiges Aufwandskonto sind und den Warenwert nicht erhöhen. Im Soll stehen dann die 50 Euro der Transportkosten plus 9,50 Euro Vorsteuer, die auf diese anfallen. Und die Verbindlichkeit, die wir haben, sind dann 59,50 Euro. Der Aufwand stellt die 50 Euro Transportkosten dar. C. Wir verkaufen Waren im Bruttowert von 1309 Euro, zuzüglich 20 Euro Transportkosten, die wir unseren Kunden in Rechnung stellen. Die Buchung hierfür lautet Forderung aus Lieferung und Leistung, wir fordern ja was von unseren Kunden, an Umsatzerlöse, Umsatzsteuer und sonstige betriebliche Erträge. Warum? Naja, wir haben ja die Forderung, dann haben wir die Umsatzerlöse, die wir durch den Verkauf der Waren erzielt haben, die Umsatzsteuer, die allgemein anfällt und die sonstigen Erträge, was ja die Transportkosten sind. Ja, schauen wir erstmal, die gesamte Forderung wäre 1332,80 Euro und setzt sich zusammen aus den Umsatzerlösen, die einen Wert von 1100 Euro haben, in diesen und den sonstigen Erträgen, die Umsatzsteuer sind 212,80 Euro und die sonstigen Erträge, im Prinzip die Transportkosten, sind die 20 Euro. Der Gewinn ist in dem Fall plus 1120 Euro, denn das sind die Umsatzerlöse und die sonstigen Erträge, auch wenn wir die sonstigen Erträge dann wieder abführen müssen. D. Laut unserem Bankauszug erwarben wir einen PKW im Wert von 14.000 Euro per Bankzahlung. Die Kosten der Überführung zu uns betrugen 1.000 Euro. Nun ja, das ist ein Bestandskonto, das sich mehrt, das ist der Fuhrpark. Das heißt, die Kosten der Überführung stellen für uns nicht einen Aufwand dar, sondern mehrt unser Anlagekonto Fuhrpark. Vorsteuer haben wir auf beides gezahlt und wir haben mit Bank bezahlt, weswegen diesem Haben steht. Wir haben also die 15.000 Euro Fuhrpark, also die 14.000, die der Wert des PKWs hatte und die 1.000 Euro, die der Wert gesteigert wurde durch die Überführung. Darauf entfielen die 2.850 Euro Umsatzsteuer, die wir als Vorsteuer buchen und wir bezahlen natürlich 17.850 an unseren Lieferer. Der Gewinn hierbei ist plus minus null, weil es sind nur Bestandskonten aufgelistet und diese haben keinen Einfluss auf den Gewinn. Und damit kommen wir zum zweiten großen Thema der Vorlesung, Privatbuchungen. Und 2.1, wir beginnen damit mit den Privateinlagen. Im Prinzip sind Privateinlagen alle Zugänge des Unternehmens, die durch Einlagen eines Unternehmers getätigt werden. Das heißt, wenn er von seinem Privatvermögen etwas in das Betriebsvermögen packt. Diese mehren in der Regel auch das EK, unabhängig davon, ob er jetzt wirklich nur Geld einlagert oder ob er Sachwerte wie Fahrzeuge etc. in das Unternehmen einbringt. Wichtig dabei ist, Geldeinlagen berühren kein Aufwands- oder Ertragskonto, im Gegensatz zu Sacheinlagen. Die Einlagen unterliegen in der Regel allerdings keiner Umsatzsteuer. Buchung der Geldeinlage ist Bank oder Kasse, je nachdem, an Privateinlage und Buch von Sacheinlage ist das Aktivkonto bzw. Aufwandskonto an Privateinlage. Ja, das sind die wichtigsten Dinge eigentlich dazu. Wichtig allerdings
ist, wie hoch ist die Einlage, der Wert? Das ist laut dem Gesetz der sogenannte Teilwert der Sacheinlage. Und bei dem muss man einige Dinge beachten. Und zwar muss man unterscheiden, ob die Sache erst einmal einen Wert zugenommen hat oder nicht. Wenn die Sache seit der Anschaffung am Wert verloren hat, dann ist dieser Teilwert gleich den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Sache. Hat sich jedoch der Wert seit der Anschaffung gesteigert, dann muss man überprüfen, wurde es innerhalb der letzten 3 Jahre angeschafft bzw. hergestellt. Ist das der Fall, dann ist der Teilwert die Anschaffungs- oder Herstellkosten der Sache. Ist es nicht so, dann ist der Teilwert der aktuelle Wert der Sache. Und damit kommen wir zu den Privatentnahmen. Ja, im Prinzip das Gegenteil der Privateinlagen. Das sind alle Abgänge des Unternehmens durch Entnahmen des Unternehmers. Ob in Sach- oder Geldwert, es spielt keine Rolle. Geldentnahmen stellen wie kein Aufwand oder Ertrag dar. Sachentnahmen hingegen stellen einen Ertrag dar. Der Sachwert wird am Teilwert der Sache festgemacht und dieser wird als Entnahme gebucht. Je nach Art der Entnahme werden verschiedene Konten betroffen, was ich euch auf der nächsten Folie deutlich darstellen möchte. Und zwar kann man hier zwischen 4 Dingen unterscheiden, weshalb ich den Bildschirm geviertelt habe. Das erste ist die Sache, wie bucht man Geldentnahmen? Nun ja, das ist relativ einfach, Privatentnahme an Bank oder Kasse. Die Privatentnahme ist ein Unterkonto des Eigenkapitals und mehrt dieses. Bank oder Kasse als aktives Bestandskonto mindert sich natürlich auch, wenn man Geld rausnimmt. Das ist der simpelste Fall. Bei Entnahme von Waren, Rohhilfs- und Betriebsstoffen, Erzeugnissen und Ähnlichem ist es ein bisschen komplizierter. Im Soll steht natürlich wieder die Privatentnahme an Sachentnahme für private Zwecke, das ist ein Ertragskonto, und es ist umsatzsteuerpflichtig, also Umsatzsteuer. Jetzt werden sich manche fragen, ja Moment, wenn ich jetzt in mein Warenlager gehe und mir 50 Bretter raushole, dann ist das doch kein Ertrag. Mein Unternehmen hat doch jetzt ein paar Bretter verloren, das ist doch für mich ein Aufwand. Jein. Warum jein? Ganz einfach. Diese 50 Bretter haben wir irgendwann einmal eingekauft und hatten sie in dem Moment als Aufwand gebucht. Das heißt, der Aufwand dafür war schon da. Nimmt jetzt der Unternehmer selbst die Bretter aus seinem Lager raus und würde wieder Aufwand buchen, wäre es ja so, als hätte er sie zweimal gekauft. Tatsächlich ist aber so, dass wir deswegen einen Ertrag buchen müssen. Es ist ja so, als hätte er sie gar nicht im Unternehmen gekauft, sondern privat. Wenn er privat in den Laden geht und das dafür kauft, hat er mit dem Unternehmen nichts zu tun. Es ist jetzt also so, als hätte er die Bretter bei sich selbst gekauft und deswegen stellt es einen Ertrag dar. Das ist ein bisschen kompliziert, aber je nachdem, von welcher Seite man rangeht, kann man es auch als logisch betrachten. Man muss auf jeden Fall aber erstmal so verstehen, dann geht das. Wie wir jetzt sehen, bei den ganzen anderen Privatentnahmen jetzt ist das ähnlich. Und zwar, wenn wir jetzt private Nutzen von Dienstleistungen des Betriebes buchen wollen, also wenn man einen betriebseigenen Handwerker zu sich nach Hause nimmt für eine Dienstleistung, zum Beispiel, man sagt, du Elektriker, wir haben keine Aufträge, die 4 Stunden kommst heute zu mir nach Hause und verlegst deine Leitung, ich habe mir da was Neues gebaut, ist das eine Privatentnahme. Man entnimmt in dem Fall die Dienstleistung des Unternehmens für einen privaten Zweck. Deswegen ist wieder die Buchung Privatentnahme an, wie das immer so ist bei Privatentnahmen. Hier hat das wieder einen Eigennamen, Entnahme für private Dienste. Das ist wieder ein Ertrag. Da ist ja so, dass man eine Dienstleistung entnimmt für den Prinzip, die Gegenbuchung, die wir im Unternehmen haben, ist, wir buchen ja dauernd den Aufwand des Personals in dem Fall. Wenn ich das Personal jetzt für meinen privaten Dienst beanspruche, ist es ein Ertrag, der diesen Aufwand wieder ausgleicht, wie als wenn ich selbst privat mir einen Handwerker bestellt hätte. Und laut Gesetz ist jede Privatentnahme, die nicht in Geldwert ist, also die Bank oder Kasse ist, umsatzsteuerpflichtig. Und zuletzt, Buchung bei privater Nutzung eines betrieblichen PKWs. Da lautet der Buchungssatz Privatentnahme, ein Nutzungsentnahme für private Zwecke, wieder ein Ertrag, und Umsatzsteuer. Auf diesen Fall muss allerdings noch deutlicher eingehen, da gibt es nämlich 2 Sonderregelungen, das ist nicht ganz so einfach. Zu denen kommen wir jetzt. Und zwar, die Höhe der privaten Nutzungsentnahme eines betrieblichen PKWs muss kalkuliert werden und dafür gibt es 2 Methoden. Das erste ist die Fahrtenbuchmethode.
Bei dieser muss, wie der Name schon vermuten lässt, ein Fahrtenbuch geführt werden und aus diesem muss ersichtlich sein, wie viele Kilometer tatsächlich auf betriebliche und private Fahrten entfallen sind. Und alle entstandenen Aufwendungen für den Pkw werden dann anteilig nach der Kilometeranzahl betrieblich und privat aufgeteilt. Wichtig dabei ist die Voraussetzung, wann man es anwenden kann. Immer denn, wenn ein Pkw mindestens zu 10% betrieblich genutzt wird und zum Betriebsvermögen gehört. Es gibt ja gewisse Grenzen von 0 bis 10% betriebliche Nutzung ist es, oder bis kleiner 10% ist es ja zwingendes Privatvermögen, das sind wir raus. Von 10 bis 50% ist es gewillkürtes Privat- oder Betriebsvermögen, das heißt, man kann selbst entscheiden, wozu es gehört. In dem Fall können wir ja sagen, er muss mindestens gewillkürtes Privatvermögen sein. Und ab 50%iger Nutzung ist es zwingendes Betriebsvermögen, das heißt, er ist dann auf jeden Fall nur betrieblich. Rechnen wir hierzu mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben insgesamt 1000 Kilometer zurückgelegt und davon sind 250 Kilometer Privatfahrten. Der einzige Aufwand, den wir hier praktischerweise haben, auch wenn das nicht realistisch ist, sind die Benzinkosten in Höhe von 500 Euro, zuzüglich 90% Umsatzsteuer, macht 595 Euro, die wir direkt Aufwand hatten. Anteil der Privatentnahmen ist in dem Fall 250 Kilometer durch 1000 Kilometer mal 100%, 25% ist der Wert die Privatentnahme. Die Privatentnahme in Euro ist also 25% der 595 Euro, was 148,75 macht. Davon sind 23,75% Umsatzsteuer. Der Rest, also 595 Euro minus 148,75, sind 446,25 Euro. Das ist allerdings ein Bruttowert, 190%. Und wir müssen die Umsatzsteuer immer direkt buchen, wenn wir das Aufwand buchen. Die Benzinkosten 100% errechnen sich deswegen die 446,25 Euro geteilt durch 1,19. 375 Euro ist der tatsächliche Nettoaufwand. Und die Umsatzsteuer ist natürlich der Rest, 71,25 Euro. Nur die betriebliche. Von der Privatentnahme die Umsatzsteuer ist in dem Fall nicht ganz so wichtig. Wir buchen also eine Privatentnahme in Höhe von 148,75 Euro, das sind ja die 25%. Und auch die Umsatzsteuer dafür haben wir auch privat gezahlt. An Nutzungsentnahme für private Zwecke, das sind ja 125 Euro. Und dort extra nochmal die Umsatzsteuer 23,75. Die zweite Buchung, die wir haben, ist der Aufwand, den wir natürlich betrieblich haben. Das ist der Benzinaufwand, den wir im zweiten Schritt hier ausgerechnet haben, 375 Euro. Dann 71,25 Euro Vorsteuer. Und wir haben Bank oder Kasse, das wissen wir nicht, wie wir gezahlt haben, 446,25 Euro. Ja, das wäre die Buchung diesbezüglich. Bei der 1%-Methode sieht es ein bisschen anders aus. Hierbei wird einfach festgelegt, dass pauschal 1% des Bruttolistenpreises abgerundet auf den nächsten durch 100 teilbaren Wert des PKWs zum Zeitpunkt der Erstzulassung als Privatentnahme gebucht wird, und zwar monatlich, also jeden Monat 1% nach dieser Definition. Und dabei wird angenommen, dass 80% des errechneten Wertes der Umsatzsteuer unterliegen und die restlichen 20% steuerfrei sind. Weil der Gesetzgeber halt sagt, Moment, also die Aufwendungen für den Pkw haben sind teilweise umsatzsteuerpflichtig, Benzin und sowas, Reparaturen, aber teilweise auch steuerfrei, wie die Versicherung. Wir müssen hier irgendeinen Prozentsatz finden und da hat man das einfach festgelegt. Dabei ist es die tatsächliche Höhe der Aufwendung für den Pkw absolut irrelevant. Sie können niedriger sein, höher, gleich, spielt keinerlei Rolle. Voraussetzung hierbei ist allerdings, dass der Pkw mindestens 50% betrieblich genutzt werden muss, das heißt, dass er zwingend notwendiges Betriebsvermögen ist. Machen hier auch wieder ein Rechenbeispiel, um es zu verdeutlichen. Behaupten wir mal, der Bruttolistenpreis des Pkws bei Erstzulassung sei 20.000 Euro gewesen und wir rechnen jetzt einfach mal für einen Monat Nutzung aus. Schritt 1, wir nehmen 1% des Bruttolistenpreises. Das sind also 1% mal 20.000 Euro gleich 200 Euro. Schritt 2 ist davon, dass wir einen 80%igen steuerpflichtigen und 20%igen steuerfreien Teil aufteilen.
Also 80% steuerpflichtig sind 160 Euro von 200 Euro und 20% davon sind 40 Euro, die steuerfrei sind. Schritt 3. Wir rechnen für die 80% die Umsatzsteuer aus. Also 160 Euro mal 90% sind 30,40 Euro Umsatzsteuer. Die Privatentnahme sind also die ganzen 200 Euro plus 30,40 Euro für die Umsatzsteuer, also 230,40 Euro. Wir buchen in dem Fall also Privatentnahme 230,40 Euro an Nutzungsentnahme für private Zwecke, so heißt das Konto ja. Hier müssen wir allerdings unterteilen, einmal umsatzsteuerpflichtig 160 Euro und umsatzsteuerfrei 40 Euro und natürlich die Umsatzsteuer 30,40 Euro. So haben wir dann die Privatentnahme gebucht. Übung. Gebt für folgende Geschäftsvorfälle die zu tätigen Buchungen an und nennt dabei, wie sich der Vorfall auf den Gewinn auswirkt. A. Ein Unternehmer entnimmt 500 Euro aus der Kasse, ein Kund gab er nicht an. B. Ein Unternehmer bringt seinen privaten Pkw als Einlagen in das Unternehmen, er hat einen aktuellen Wert von 5.000 Euro, der Anschaffungspreis vor 4 Jahren betrug 8.000 Euro. C. Ein Unternehmer entnimmt Waren aus seinem Unternehmen in Höhe von 800 Euro brutto. D. In einem Unternehmen, welches zu Recht die 1%-Methode anwendet, wird ein betriebscher Pkw auch für Privatfahrten des Unternehmens genutzt. Der Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung betrug 15.000 Euro. Ich wünsche euch viel Glück und springt zu den Lösungen. Merkt, wendet gut an, was ihr gelernt habt. Ich habe hier die verschiedensten Fälle mal durchkonstruiert. Okay, kommen wir zum ersten Teil der Lösung. Fall A. Die Buchung muss hier lauten, Privatentnahme an Kasse. Warum? Naja, wir haben direkt 500 Euro aus der Kasse genommen. Eindeutig eine Privatentnahme und steuerfrei. Und es hat keine Gewinnauswirkung. Das war recht simpel, denke ich. Guter Einstieg. B. Hier lautet die Buchung Fuhrpark im Wert von 5.000 Euro an Privateinlage 5.000 Euro. Nun ja, im Prinzip, warum haben wir die 5.000 Euro genommen? Na, wenn wir die Überprüfung einfach nehmen, das ist den sogenannten Teilwert, war die Frage, erst einmal hat der Wert sich seit der Anschaffung vermindert oder vermehrt? Er hat sich vermindert, also nehmen wir den verminderten Wert von 5.000 Euro. Hier gibt es auch keine Vorsteuer oder so. Warum? Weil es ja eine Privatperson ins Unternehmen bringt. Damit keine Steuerpflicht. Damit auch keinerlei Gewinn. C. Hier lautet die Buchung Privatentnahme im Wert von 800 Euro, ist ja immer brutto, an Entnahmen für private Zwecke und Umsatzsteuer. Das war das, wo ich euch erklärt habe, dass es so, als würde er Waren bei sich selbst einkaufen. Und da die 800 Euro brutto sind und damit 190% entsprachen, wenn man durch 1,19 rechnet, kommen wir auf die 672,27 Euro Entnahmen für private Zwecke, was einen Ertrag darstellt, und die dazu gehörige Umsatzsteuer von 127,73. Und hier haben wir tatsächlich auch einen Gewinn, und zwar die Entnahmen für private Zwecke in Höhe von 672,27. Diese stellt einen Ertrag dar. Für Fall D brauche ich eine eigene Folie, da das ja mit dieser relativ umfangreichen Rechnung zu tun hat. Fangen wir einfach da mal an. Okay, Schritt 1 ist, wir nehmen 1% des Bruttolistenverkaufspreises zum Zeitpunkt der Zulassung, der Erstzulassung genau genommen, also 1% mal 15.000 Euro, das sind 150 Euro. Das ist unsere Rechnungsbasis. Schritt 2. Die 150 Euro teilen wir in 80% steuerpflichtig auf, das sind 120 Euro, und 20% steuerfrei, das sind 30 Euro. Schritt 3. Wir berechnen die Umsatzsteuer für die 80%. Das heißt also 120 Euro mal 19% sind 22,80 Euro. Diese plus die 150 Euro ergibt die Summe der Privatentnahme, also 172,80 Euro. Hier kann man auch sehen, wir haben einen Gewinn von 150 Euro. Ist ja die Privatentnahme. Ja, die Buchung lautet dazu Privatentnahme 172,80 Euro an Nutzungsentnahmen für private Zwecke. Erinnert euch, wir müssen unterteilen, umsatzsteuerpflichtig, umsatzsteuerfrei.
Der umsatzsteuerpflichtige Teil sind 120 Euro und der umsatzsteuerfreie Teil sind 30 Euro und die darauf entfallende Umsatzsteuer sind 22,80 Euro. Ja, damit sind wir eigentlich mit den zwei Themen ganz gut durch. Ich hoffe, es war lehrreich für euch. Ich hoffe, es war verständlich, wenn auch etwas seltsam. Vor allem der Bereich der Nutzungsentnahme, also die Privatentnahme, die man dann an Nutzungsentnahme bucht, wenn es sich nicht um Bank und Kasse handelt. Weil man muss erst einmal verstehen, dass es ja tatsächlich einen Ertrag darstellt, obwohl man von der Logik her es eigentlich nicht als Ertrag sehen würde. Buchungstechnisch ist aber einer, weil wir etwas, was wir bereits als Aufwand gebucht haben, nun sozusagen als Ertrag buchen müssen, um den Aufwand zu korrigieren. Weil der gebuchte Aufwand ist ja ein Aufwand im betrieblichen Sinne, aber der private Teil davon ist ja kein Aufwand, wenn wir jetzt, weil er muss ein Ertrag oder zumindest eine korrigierte Aufwendung sein, weil wir diesen Aufwand ja dann tatsächlich gar nicht gehabt haben. Wie gesagt, das ist ein bisschen tricky, aber ich denke, das hat gut geklappt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, habt viel Spaß, lasst es euch gut gehen, ich verabschiede mich, tschüss!